Wir sind auf dem Weg nach Casadega. Die Gemeinde in Florida liegt unscheinbar in einem Wald, aber ist bekannt dafür, die Geisterseer-Hauptstadt der Welt zu sein. Unser Team findet an jeder Ecke Angebote für spirituelle Sitzungen. Als ob das das Normalste der Welt wäre. Glaubst du an Geister? Ich weiß nicht. Ich bin unvoreingenommen. Vielleicht wird diese Reise mich verändern. Und du? So geht es wahrscheinlich den meisten. Dennoch kommen jedes Jahr 17.000 Touristen nach Casadega. 50 Geisterseher haben sich hier angesiedelt. So viel wie nirgendwo sonst auf der Welt. Geisterseher, auch Medien genannt, sollen die Fähigkeit haben, die Seelen von Verstorbenen zu spüren. So werden sie zu einem Sprachrohr und geben Nachrichten oder auch die heilende Energie der Toten an die Lebenden weiter. Aber warum sind so viele Medien ausgerechnet hier? Um das zu erfahren, treffen wir uns mit einem von ihnen, und zwar mit Darlene McCormick. Oh, eine Umarmung. Das ist Chandler. Ich umarm dich, sobald du die Kamera weglegst. So herzlich werden wir selten empfangen. Normalerweise sind Begrüßungen mit Protagonisten eher förmlich. Aber hier scheint alles ein bisschen wärmer zu sein. Darlene lebt in Casadega und bezeichnet sich selbst als Medium und Heilerin. Eine Verbindung zur Geisterwelt spürt sie das erste Mal mit 5 Jahren. Mein Vater hat mich unterstützt. Eines schönen Morgens saßen wir auf der Veranda, aßen Cornflakes und sahen den Sonnenaufgang. Er wusste, dass ich Fähigkeiten hatte und sagte, Schatz, manchmal hörst du Dinge, manchmal siehst du Dinge. Das sind Freunde. Erinnerst du dich an den ersten Geist, den du gefühlt hast? Meine Großmutter, nachdem sie starb. Mein Vater hat sie auch gespürt. Das war ein entscheidender Moment. Sie arbeitet schon immer als Medium, aber ihren Lebensunterhalt hat sie in der IT-Branche verdient. Vor 10 Jahren zieht sie nach Casadega. Wir sind eine Gemeinschaft. Hier sind Menschen, mit denen ich reden kann, die mich nicht ansehen, als hätte ich 3 Köpfe. Wurdest du in deinem Leben mal als merkwürdig abgestempelt? Oh, ich blühe auf, wenn ich merkwürdig bin. Wenn man Fähigkeiten hat, fühlt man sich oft allein. Wenn ich hier bin, bin ich nie allein. Wir gehen mit Darlene in den Buchladen, die erste Anlaufstation für die meisten Besucher hier. Es ist der größte spirituelle Laden im Südosten der USA. Alles, was auch nur annähernd mit Spiritualismus zu tun hat, findet sich hier. Auch wenn manche Dinge eigentlich nicht hierher gehören. In Casadega benutzen wir keine Werkzeuge, wir benutzen keine Tarotkarten. Es ist alles mental. Die Pendel sind eher für die Touristen. Zeig Rosie ja. Show Rosie yes. Und stopp. Zeig Rosie nein. Das ist dein Nein. Wird dieser Film gute Einschaltquoten haben? Ha. Yes! Yes! Gute Quote, da sind wir schon mal sicher. Das macht Spaß. Ja, wir haben viele lustige Sachen. Das Fundament von Casadega ist der Spiritualismus. Das ist eine Religion, die auf dem Glauben beruht, dass die Seele unsterblich ist und mit den Lebenden in Kontakt treten kann. Zieht das die Touristen an? Als wir hier ankamen, war so viel gute Energie da. Wir fühlten uns einfach von hier angezogen. Wir sind 1,5 Stunden gefahren, um herzukommen, aus einer spontanen Laune heraus. Ich bin heute hergekommen, weil ich vor 2 Wochen einen Freund durch einen Unfall verloren habe. In letzter Zeit hatte ich es schwer. Schon auf der Fahrt hierher habe ich mir gedacht, heute wird ein besserer Tag werden.
Und wir sind erst seit 20 Minuten da und hier ist eine besondere Energie. Ich habe nicht das Gefühl, dass er hier bei mir ist, aber dass er seinen Frieden gefunden hat. Und das hilft mir, das besser zu verarbeiten. It's kind of helping me process that, I guess. Aber ist das nicht alles nur, um Geld zu machen? Klar, alles im Laden hat seinen Preis. Zahlen und Gewinn sagt man uns nicht. Aber Casadega ist eine Gemeinde, die den sogenannten 501c3-Status hat. Ja, das ist sehr bürokratisch, aber bleiben Sie dran, das ist wichtig. Diesen Status bekommen gemeinnützige religiöse Organisationen vom amerikanischen Finanzamt und sind dann steuerbefreit. Würde die Gemeinde zu viel Profit machen, würde sie ihren Status verlieren. Tja, auch Geisterseher müssen eine Steuererklärung machen. Dies ist der einzige Ort, an dem wir Profit machen. Und das Geld fließt in die Häuser hier und in die Kirche. Niemand hier in Casadega wird reich. Da der Grund und Boden der spiritualistischen Kirche gehört, die den Ort auch verwaltet, kosten die Häuser innerhalb der Gemeinde weniger als $100.000. Ein Schnäppchen. Anders könnten sich die Medien das Leben hier nicht leisten. Es scheint also nicht so sehr ums Geld zu gehen. Wir sehen Darlene später noch mal wieder. Erstmal sind wir bei einem Workshop für Medien dabei. Hier trainieren sie ihre Fähigkeiten, mit Geistern in Kontakt zu treten. Bis man ein zertifiziertes Medium ist, dauert es bis zu 4 Jahre. Steve Atkins leitet heute einen Workshop für spirituelles Heilen. Er lebt seit 25 Jahren hier und war genau wie Darlene nie ein hauptberufliches Medium. Er war Manager bei einer Elektrofirma, ist im Ruhestand und bildet heute Medien aus. Sie sollten sich nicht von ihrer professionellen Rolle lösen. Menschen kommen zu Ihnen, weil sie Hoffnung möchten. Sie wollen, dass Sie mit Ihrem Handwerk eine positive Wirkung für sie erzielen. Heute geht es darum, Menschen durch Geisterenergie zu heilen. Versuchen Sie, sich nach oben zu strecken. Spüren Sie, wie es sich anfühlt, eine höhere Intelligenz um sich zu haben, auch wenn diese noch nicht durch Sie wirken kann. Den meisten hier geht es nicht darum, ein Medium zu werden. Wir haben das Gefühl, dass es hier eher um Selbstfindung und den Wunsch geht, anderen zu helfen. Ich liebe diesen Ort. Hier gibt es keinen Muss. Man kann seinen eigenen Zugang finden. In den 80ern wollten die Leute hier nur ihre Hände gelesen bekommen. Jetzt wollen sie lernen, das zu tun, was wir tun. Jeder kann also mit Geistern in Kontakt treten. Zumindest theoretisch. Und wie so ein Kontakt aussieht, wollen wir jetzt erfahren. Denn darum sind schließlich die meisten hier, für eine spirituelle Sitzung. Darlene wird die Seelen der verstorbenen Verwandten unserer Reporterin herbeirufen. Aber du kannst nicht mit, weil wir nicht wollen, dass die Kamera irgendwas stört. Wir wollen das authentische Erlebnis. Sorry, Chandler. Du kannst nicht mitspielen. Du kannst mir das Mikro jetzt abnehmen. Oder die ganze Welt lernt jedermanns Geheimnisse kennen. Mit den Toten zu reden erscheint uns heute ungewöhnlich. Aber das war nicht immer so. Im 19. Jahrhundert verlieren im amerikanischen Bürgerkrieg 1 Million Menschen mindestens ein Familienmitglied. Im Spiritualismus glaubt man daran, dass man mit den Geistern der Verstorbenen sprechen kann. Das gibt vielen Amerikanern die Möglichkeit, ihre Trauer besser zu verarbeiten. Und das gibt diesem Glauben einen Aufschwung. 8 Millionen Follower hatte die Religion im 19. Jahrhundert. Davon träumt heute jeder Influencer. Wie war die Geistersitzung unserer Reporterin? Bei einer Menge Sachen lag es so richtig. Und das Gefühl, das ich hatte, war ein schönes, warmes Gefühl. Das ist das, was ich mitnehme. Das macht Casadega ebenfalls anziehend. Alles hier ist sehr persönlich.
Gefühlt ist es wenig distanziert. Aber um die Geisterseer-Hauptstadt der Welt zu sein, braucht Casadega noch etwas anderes. Geschichte. Der Gründer der Stadt Casadega, George P. Colby, hat Ende des 19. Jahrhunderts angeblich bei einer Sitzung eine Nachricht von einem Geist empfangen, der ihm sagte, ein spirituelles Zentrum zu erschaffen. Am damaligen Lake Helen kauft er 1875 ein Stück Land und errichtet ein Gehöft, das im Laufe der Jahre viele Spiritualisten aufnimmt und zur Stadt Casadega heranwächst. Die Stadt ist mit ihren 150 Jahren eine der ältesten aktiven spirituellen Gemeinden der USA. Da Amerika sehr jung ist im Vergleich zu Europa, sind Amerikaner von Geschichte und damit von Casadega sehr angezogen. Wir haben nun die ganze Zeit über Geister geredet, jetzt wollen wir sie auch sehen. Bei der Spirit Encounter Tour soll man angeblich den Geistern um sich herum begegnen können. Sie fliegen in Form von mysteriösen Kügelchen durch die Luft. Erkennen kann man sie auf Fotos. Oh, das ist schön. Ich habe schon einige erwischt. Da ist eins. Jamie Osman ist ein Medium in der Ausbildung und leitet diese Tour zweimal die Woche. Tatsächlich sind auf vielen Bildern eigenartige Kugeln zu sehen. Es ist wie eine kleine Schatzsuche. Uns fällt auf, dass viele junge Menschen hier sind. Ich glaube, in meiner Seele gibt es eine Art Sehnsucht nach etwas Spirituellem, jenseits des Rationalen und der alltäglichen Dinge. In Casadega fühle ich mich ruhig und mehr mit der realen Welt verbunden. Ich sitze nämlich den ganzen Tag am Schreibtisch. Ob wir jetzt wirklich Geister fotografiert haben, ist gar nicht so wichtig. Alle haben hier Spaß. Auch unser am Anfang skeptisches Team. Das ist eine grüne Kugel. Ich habe eine grüne Kugel? Ja, ich habe eine grüne Kugel. Am Ende unserer Reise wissen wir, warum Casadega die spirituelle Hauptstadt der Welt ist. Erstens wegen ihrer langen Geschichte. Und zweitens, weil es ein Ort ist, an dem man so sein kann, wie man ist. Ob man nun an Geister glaubt oder nicht.